Moin Moin und hallo, hier ist wieder Eiffel22 und es gibt ein weiteres Commentary mit der UMP und Rapid Fire. Als Perks habe ich Recon dabei, Quick Draw und Stalker? Ich weiß es nicht. Ist eine Standardklasse, die zweite, weil ich habe Prestiged, wie ihr im nächsten Video wahrscheinlich sehen werdet, oder vielleicht seht ihr es auch im Video vor diesem Video, weil vielleicht lade ich das hoch. Wenn nicht, dann seht ihr es im nächsten Video. Ja, ich habe nämlich das Prestige nun so aufgenommen und dann kommt als nächstes Video wahrscheinlich, ich mache das jetzt einfach als nächstes Video, das zuerst und dann das nächste, kommt ein Dual Commentary mit Rexer777 in Nation Red mit zwei random Spackos, weil ich vergessen habe, den Online-Modus auszustellen. Nun gut, Standardklasse, das ist mein erstes Spiel. Das werdet ihr am Ende sehen, bin ich glaube ich Level 3 oder so. Drittes Prestige, wie gesagt. Ich bin ins laufende Spiel reingekommen. Das seht ihr auch an der Punktanzeige. Und fand das für das erste Spiel mit einer Standardklasse eigentlich ganz gut. Auch habe ich in diesem Spiel Recon, den Perk, ziemlich schätzen kennengelernt. Ja, doch, das war richtig. Und da habe ich leider gewechselt, sonst hätte ich den auch noch bekommen und dann hätte ich einen Reaper gehabt. Ich habe zu diesem Zeitpunkt 8-1, da habe ich mich geärgert, aber das kann man nicht ändern. Jetzt sterbe ich ein bisschen öfter, mache aber immer noch gut Kills. Ich hoffe, das gefällt euch. Und ich habe mir überlegt, was die neue Herausforderung für dieses Prestige sein könnte, weil im letzten Prestige habe ich ja bis Level 65 ungefähr nur Shotguns gespielt und danach erst MP7 und... Weiß ich nicht, ACR, war ja klar, und so. Und, dann habe ich mir so gedacht, ja, selber Challenges setzen ist eigentlich ganz langweilig. Und deswegen wollte ich fragen, setzt ihr mir doch mal eine Challenge, dass ich mal, das, was ihr so für lustig befändet, erfüllen soll. Wenn ich da wirklich keinen Bock drauf habe, behalte ich mir das Recht vor zu sagen, nö, darauf habe ich keinen Bock. Aber wenn es herausfordernd wird und nicht unfair, dann würde ich sagen, okay, ich kann es probieren. Ihr könnt ja vielleicht irgendwie sagen, ja, du darfst diese drei Perks nicht verwenden, so Slide of Hand, Steady Aim und weiß nicht was, Hardliner oder so, sowas, was ich eigentlich ständig benutze. Wenn ich das mal nicht benutzen soll, dass ich mal irgendwie ein bisschen anders spielen kann. Und ja doch, ich musste gerade überlegen, ob wir dieses Spiel überhaupt gewinnen, aber das tun wir noch, weil ich so super awesome bin und gleich für ungefähr 2 Minuten in diesem Haus hocke. Nein, stimmt nicht, wahrscheinlich ist es nur 1,5 Minuten. Ja, und das ist auf jeden Fall, ich werde jetzt auch in nächster Zeit, wenn ihr nicht sagt, dass ich den Perk nicht benutzen darf, also es war auch nur ein Vorschlag, ihr könnt auch sagen, du darfst nur, diese 5 verschiedenen Waffen benutzen, bis du sie Level 30 hast oder bis du sie Level 31 hast, dann bin ich nämlich Level 80 wieder, weil das dauert arsch fucking lange, diese Waffen bis Level 31 zu kriegen. Dann, ja, ihr könnt ja sagen, also ich mache jetzt mal einfach ein paar Vorschläge. Ihr könnt ja sagen, du darfst nur Einzelschusswaffen verwenden, also sowas wie M16, Typ 95, MK14, die Sniper alle durch, außer halt die Barrett und ich weiß nicht, die AS-50 würde ich schon noch dazu zählen, weil die halt einfach geil ist. Aber wenn ihr das auch nicht wollt, dann habe ich da halt auch gelitten. Irgendwas, lasst euch was einfallen und falls ich die Idee gut finde, werde ich es umsetzen. Wenn nicht, dann muss ich mir was noch überlegen oder ich versuche einfach schnell aufzuleveln. Ja. Was ich mir erst überlegt hatte, war ein ganzes Prestige-langes Secondaries, aber es ist auch witzlos, weil dann mache ich einfach Maschinenpistolen und alle auf Akimbo und dann ist das auch egal. Nur Pistolen wird zu anstrengend und so weiter und so fort. Ich habe sonst eigentlich keine Idee. Wie gesagt, überlegt euch was. Und dann wird als nächstes Video... als nächstes Video dürfte dann das Nation Red Dual Commentary sein. Außerdem kommt danach dann wahrscheinlich ein bisschen Let's Play-Gedönse. Limbo Teil 4 wird auch noch kommen. Ich schaffe doch mehr Videos, als ich dachte, während der Zeit, während ich im Praktikum bin. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber wen es interessiert, ich bin in einer Programmiererfirma im Praktikum. Ich sage natürlich nicht welche, weil dann könntet ihr nachgucken, wo die ihren Sitz hat. Aber es macht auf jeden Fall Bock. In der Abteilung, in der ich bin, sind die alle so maximal 30.
und sind sehr gut drauf. Mein Endscore ist 17,7. Ist vielleicht nicht so interessant, aber dafür, dass ich nur Standardklassen zur Verfügung hatte, fand ich das ganz gut. Und dann, wenn es euch gefallen hat, liked's und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!